heute mit, ja, flieg mit mir, heute nach Havana. Fliege nach Athen, nur um dich zu sehen. Keiner so schön wie du. Zu viele Fantasien in meinem Kopf. Leute, neues Pack-Opening hier auf meinem Kanal. Lasst gerne ein Like, da macht die 1000 Likes voll, wenn ihr weiter Bock habt auf neue Pack-Openings. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Also lasst gerne ein Like da. Abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ja, aktiviert einfach die Glocke, kriegt in Zukunft immer eine Nachricht. Wenn die Videos online gehen, verpasst ihr nichts mehr. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was euer bestes Pack war in FIFA 21. Schreibt es mal gerne unten rein. Ich bin gespannt, was ihr so gezogen habt. Und gucken, ob der ein oder andere schon den ein oder anderen saftigen Spieler am Start hatte. Checkt noch gerne meinen Shop aus. Gönnt euch die nice Designs. Schwarz, weiß, orange, blau, rot, grün. Die Camouflagefarben, Kissen, Tasten, Turmbeutel. Vieles mehr. Gratis Autogrammkarte zu eurer Bestellung dazu. Gönnt euch. Ich würde mich sehr freuen. Ihr unterstützt mich natürlich mit dem Kauf. Wäre sehr, sehr nice. Und nicht vergessen, checkt meine Songs aus, Leute. Till, sag ich schon. Spotify, iTunes, Amazon Music und Co. Überall heiße ich Till FIFA Gaming. Gerne reinhören. Ich würde mich sehr freuen. Hört auf Dauerschleife. Tag und Nacht. Und direkt schneidet ihr den Weekend League besser ab. Ich sag's euch, ihr kommt direkt Top 200. Ihr wollt die Spiele direkt schnell durchziehen, damit die Musik aus eurem Ohr verschwindet. Ich sag's euch, ja. Checkt's aus, Leute. Checkt die Alben aus, ja. Album ist online. Songs sind online. Spotify. Link ist in der Beschreibung. Oder wie gesagt, Till FIFA Gaming. Wir schauen ins Video. Bleibt bis zum Schluss dran. Let's go. Hallo Leute, bevor wir zum 85er Pack kommen, erstmal willkommen Pack zum locker lässigen reinkommen. Leute, lasst wie immer gerne ein Like da, lasst ein Abo da, abonnieren, Glocke aktivieren, TV einschalten. Also zieh ich dabei, schreibt wie immer gerne in den Kommentaren, was ihr gezogen habt aus FIFA 21, also was euer bester Spieler war. Ich hoffe nicht in Iniesta. Schreibt es gerne in die Kommentare, ich würde mich freuen, Leute, und gönnt euch, ne? Gönnt euch die nice Designs in Orange, Rot, Blau, Grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, vieles mehr, gratis Hologrammkarte gibt es auch noch dazu. Also unterstützt mich gerne mit dem Kauf. Ich würde mich sehr freuen und ihr wisst jetzt, ihr habt doppeltes Pack-Luck mit einem Nice-Boogie. Das zeige ich euch mal ganz kurz. So sieht es nämlich aus. Dann zieht ihr nämlich ganz locker lässig mal wieder zwei 85er aus diesem Pack hier. Jawohl. Komm on. Das heißt noch lange gar nichts. Schweden. Rechter Verteidiger. Dieser Tinnerholm, der hat immerhin 88. Das geht. Da bin ich mit zufrieden, muss ich sagen. Das war jetzt kein heftiger Team of the Season oder so, aber... Ja, vom Rating her ist das stabil und es könnte eventuell noch der ein oder andere High-Rated-Spieler dahinter sein. Von daher geht auf jeden Fall auch schlechter. Also die Packs habe ich auf jeden Fall schon viel, viel schlechter gesehen. Von daher muss ich sagen, nehmen wir, Leute, nehmen wir. Bin ich mit zufrieden, wir schauen mal. Ich hoffe nur, alles kennt 85er, dann war das ein richtig gutes Pack. Da war wieder, Digga, ohne Scheiß, ne? 99%ige Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler mindestens 85er-Rating hat. Das könnt ihr auch mal dazu schreiben, Alter. Jetzt, Digga, bei. Leute, okay. Kurz die Nase abputzen, ne? Let's go, Digga. Okay, 3, 2, 1. Let's go, Alter. Komm, bitte, Bruder. Gibt'n was, Alter. Komm, blau. Es wird nicht blau, Alter. Scheiße, Alter. Ich könnte schon wieder kotzen. Komm, wir haben trotzdem was Gutes. Spanien. ZIV Ramos. Barcelona. Digga, Piqué, willst du mich verarschen? Mann, ist schon wieder nur ein 86er. Ich kann in die Hose. Junge, ich kack in die Hose. Der braucht auch Piqué nicht so mit seinem scheiß Knierutscher reingeslidet bekommen. Das ist kacke, Alter. 86er Piqué. Wahrscheinlich 100%, die sind dahinter wieder 485er, ey. Junge, wofür macht man diese Kacke 2 Stunden, um dann sowas zu bekommen, Alter? Ich könnte heulen. Ich könnte heulen, Alter. Und dann sehe ich wieder absolut viele Packs, wo die Leute ein Team auf Gitter reinziehen, Alter. Und ich ziehe Piqué, Alter. Meine Fresse, das kann doch nicht wahr sein, ey. Junge, 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 ey, das gibt's doch nicht. Sechs, wenn's Ramos gibt. Ah, nee, Ramos, der Team auf die hätte gefällt mir gerade. Okay, gar nicht Ramos sein können, Digga. Hätte gar nicht Ramos sein können. Boah, ist das traurig, Alter. Ist das traurig, Alter? Ey. Boah, Digga. Der ist, glaube ich, noch schlechter als Verratti, wenn man mal ehrlich ist. Verratti war, glaube ich, sogar nur einen Ticken besser als Piqué. Wir sind ja eh untradable, also vom Ding her ist egal, aber. Also da nehme ich lieber noch Verratti als Piqué, wenn ich ehrlich bin. Wir schauen mal, was dahinter ist. Ich hoffe wenigstens, dass vielleicht noch ein, zwei Walkouts oder so dahinter ist. Dann ist okay. Dann ist okay. Wenn nicht, war dieses Pack noch schlechter als das Verratti-Pack, das wir geöffnet haben. Ey, Digga, wirklich, ne? Ich krieg die Krise, Mann. Ich krieg wirklich die Krise. Also wenn die Packs in Zukunft auch weiterhin so werden, ne? Dann ist es wieder absolut verarsche hier. Dann schwitzt man da wieder für umsonst, Alter. Vor allem sind die Untrade, Alter. Untrade, da können die mal was gönnen. Okay, wir gucken, was dahinter ist. Ab geht's. Es ist so traurig, ey. Let's go. Ja, immerhin Vardy, Alter. Wenn die wenigstens Vardy vorne hingepackt hätten, hätte ich mehr gefeiert. Vardy vorne drauf wäre fresher gewesen als Piqué, Bruder. Warum ist Piqué vorne? Kann mir mal einer sagen, woran das... Ist das Zufall, wer dann vorne ist, wenn zwei 86er sind? Digga, Parejo, Donnarumma und Depay. Naja, okay, zwei Walkouts immerhin. 86er Vardy. Wie gesagt, wäre fresher gewesen, wenn der vorne gewesen wäre, hätte ich mehr gefühlt als Piqué, aber gut.
kann man nichts machen. Aber ich sag mal so, das Pack hat sich jetzt nochmal gerettet, weil noch ein 86er drin war. Sonst wäre das Pack noch schlechter als das Verratti-Pack gewesen. Also das Pack hat sich gerade nochmal gerettet mit Jamie Vardy. Sonst wäre es Katastrophe gewesen. Aber wir können das Ganze auch nicht gut reden, ehrlich gesagt. Wir können es nicht gut reden, Digga. Piqué, Vardy, Parejo, Donnarumma, Depay, das sind auch möglich. Deswegen, ich würde es nicht hoffen, weil das ist mal traurig. 85er Spieler ist immer das schlechteste Pack, das du ziehen kannst. Ihr wisst es selber, also wollen wir nicht hoffen, ne? Wir gucken mal, Leute. 3, 2, 1. Let's go. Bitte, bitte, alles, nur kein 85er vorne, let's go, Slowenien oder Slowakei, ich weiß nie Slowenien, ne, ich weiß immer noch nicht, ist es Slowenien oder Slowakei, ich habe keine Ahnung, aber wir haben Oblak, 91er, das ist okay, Alter, das ist wirklich in Ordnung, damit kann ich leben, Alter, Poldi, Alter, sieht ein bisschen aus wie Poldi, wollte ich gerade sagen, Alter, deswegen kam ich auf Poldi, er sieht ein bisschen aus wie Poldi irgendwie. Ey, Digga, vom Gesicht her und von der Frise, Bart, naja, Poldi eigentlich nie so Bart am Start, vom Ding her sieht ein bisschen aus wie Poldi, Alter. Poldi können wir ja auch ein Pack noch ziehen, Alter. Ne, Poldi hat leider keinen Special Card mit über 85, schade, schade. Aber das Gute ist, es könnte noch der ein oder andere High-Rated Walkout dahinter sein, weil Oblak halt eine 91 hat, das ist schon mal sehr saftig. Und vielleicht, es wäre mal Zeit für 92er Walkouts. 92er plus Walkouts in einem Pack. Ja, das, Digga, das wäre absolut Baba. Ich würde es feiern, ey. Das wäre mal auch meiner Meinung nach langsam Zeit, Alter. Typ hat einfach 90 Reflexe, 90 Positionen und 92 Ballsicherheit. Ich finde, okay, das Ding ist, was meint ihr? Neuer oder Oblak? Wer ist für euch besser? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich muss sagen, Neuer ist natürlich auch eine Maschine. Oblak, aber auch Oblak war jahrelang irgendwie underrated. Jetzt hat er meiner Meinung nach verdientes Rating, aber. Ich finde, Neuer müsste eigentlich auch eine 91 haben als normale Karte, weil ich würde die beide auf eine Stufe setzen. Aber Bayern 2 Trikot hat Pekler gebracht. Let's go, wir gucken mal, was noch dahinter ist. Vielleicht noch was ganz Feines. Joa, Sterling, Digga. Vinaldum hat 85 dieses Jahr. Kranker Shit. Und Sergio Busquets. Ja, sind wir bei 3 Walkouts von 5. Das ist in Ordnung. Damit bin ich zufrieden, Leute. Vor allem, wenn der erste ein 91er ist. Leider keine 92er Plus-Spieler. Das wäre fein gewesen. Das wäre sehr, sehr fein gewesen. Aber wäre vielleicht auch zu heftig, ja. Wäre vielleicht auch zu heftig gewesen, aber ja, ich bin mit Oblak zufrieden. Ist übrigens ist Slowenien. Slowakei ist dann der Kollege Handanovic, ne, der ist Slowakei. Ja, ich weiß ja, also ich finde die Flaggen Slowenien und Slowakei, die sehen, Digga, die sehen so gleich aus. Also, ich müsste jetzt beide hier zusammen sehen, um zu wissen, was der Unterschied ist. Für mich ist es ein und dieselbe Flagge, deswegen weiß ich auch nie, wenn Slowenien oder Slowakei kommt, wer es wird. Entweder Handanovic oder Oblak, aber naja. Ist halt beides nur ein Torhüter, also naja, dann lieber, dann doch lieber Oblak, ja, wegen Rating, wegen 91er Rating. Na gut, kann man irgendwann bestimmt nochmal für eine freshe SBC, für eine Icon SBC oder so ganz gut gebrauchen, deswegen eigentlich nice. Sterling, Sergio Busquets sind auch okay, Vinaldo und Pjanic, naja, der hat sich ganz so barbermäßig, ne. Aber, ich muss sagen, ja, man kann damit leben, ich bin mit dem Pack zufrieden, solange 90er plus Walkout in diesem Packs ist, bin ich okay mit dem Packs, ganz ehrlich, bin ich okay, weil